Cal Flakenthalers, I'm going around the horn. Okay, we got beta back. Lead on, flight looks good. Launch, 2,000 feet. Launch, 2,000 foot delta H. Ja, herzlich willkommen bei dieser DVD. Ganz kurz vorab, bevor es richtig losgeht, was haben wir hier für Sie? Modellbau auf dem Mond haben wir entdeckt. Anzeichen für Modellbau auf dem Mond. Nicht nur da, sondern sogar Anzeichen für Modellbau im Mondorbit, für Modelle, die sogar vom Tisch gefallen sein könnten. Oder wir haben eine riesige Sonne auf dem Mond entdeckt für Sie, die da eigentlich gar nicht hingehört. Und wir haben sogar einen Lichtspot, der vom Weltall reflektiert wird, wie Sie hier sehen. Und weitere Sachen, wie beispielsweise, dass wir ja wissen, Wasser hat keine Balken, aber erstaunlicherweise, das Weltall hat sehr wohl Balken, kann sehr wohl Balken haben. Und den haben wir dann auch nochmal in Großaufnahme. Das nur ganz kurz vorab. Herzlich willkommen bei dieser DVD zu dem Thema die Mondflüge. Wir werden ja dann sehen, ob wir das F wirklich lassen können oder ob wir es wegtun müssen und wirklich sagen müssen, die Mondlüge, warum Menschen wahrscheinlich niemals auf dem Mond landeten. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name Gerhard Wisniewski, Jahrgang 1959, Politikwissenschaftler und Wissenschaftsjournalist, Schriftsteller und TV-Autor. Vielleicht am bekanntesten die Akte Apollo. Eine kritische Dokumentation über die Mondlandungen zusammen mit Willy Brunner. Hier ist die Webseite von der Akte Apollo, den manche von Ihnen vielleicht schon kennen. Und hier haben wir einen kurzen Blick auf die Bücher, die ich bereits geschrieben habe. Ganz aktuell, Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen, das kritische Jahrbuch oder der kritische Jahresrückblick 2009. Ja, das war's schon ganz kurz zu meiner Person. Jetzt möchte ich Sie damit nicht länger aufhalten, sondern meinen heutigen Fahrplan vorstellen. 2009 ist die erste Mondlandung ja genau 40 Jahre her. Das ist auch der Anlass, warum wir hier diese DVD produzieren. Und wir wollen Ihnen natürlich ganz kurz die offizielle Version vorstellen. Was wird denn eigentlich behauptet? Was soll denn damals stattgefunden haben? Wie soll das überhaupt abgelaufen sein? Dann wollen wir auch der offiziellen Version eine Chance geben und Ihnen hier die Beweise für die Mondlandung vorstellen, die offiziellen Beweise, und wollen die ein bisschen abklopfen, ob sie wirklich überzeugend sind oder ob es da vielleicht Zweifel geben könnte. Und dann habe ich hier schon ganz mutig die Beweise für eine Fälschung aufgelistet, ohne Anführungszeichen, um Ihnen zu zeigen, wie stark doch die Indizien und Beweise dafür sind, dass es sich hier um eine Inszenierung gehandelt hat. Ja, ich glaube, ein spannender Fahrplan. Also springen wir mitten hinein in das, was man uns damals erzählt hat. 1969, vor 40 Jahren, die offizielle Version. Ein Weltereignis, natürlich, das am 16. Juli 1969 begann. Die erste Reise zum Mond, die wirklich eine Landung zum Ziel hatte. Es gab vorher schon einige Reisen zum Mond, aber da hat man den Mond angeblich nur umkreist. Und das hier ist Apollo 11. Die sollte also wirklich dann auf dem Mond landen. Natürlich nicht die ganze Rakete, sondern nur der oberste, ein oberster Teil, der hier aber im Moment verkleidet ist, nicht zu sehen ist. Die drei netten Herren hier, die berühmtesten Entdecker der Menschheitsgeschichte, zwei davon sollen angeblich zuerst den Mond betreten haben. Links sehen wir Neil Armstrong, der erste Mensch, der seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat, angeblich. Ganz rechts Buzz Aldrin, der zweite Mensch, der seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat. Und in der Mitte, das ist der Pilot des Kommandomoduls, das nicht auf dem Mond landete, sondern angeblich den Mond während der Landung der beiden anderen umkreist hat. Das also ist der Start von Apollo 11 am 16. Juli 1969. Ganz oben sehen Sie auch dieses kleine Hütchen da sitzen, oder sollen angeblich die drei Astronauten drin gesessen haben. Und hier unten irgendwo war die sogenannte Mondfähre verborgen, die dann später herausgeholt wurde. So eindrucksvoll waren diese Bilder, die man uns damals gezeigt hat. Das ist eine Teleskopaufnahme von der startenden Rakete. Und hier habe ich für Sie ein kleines Schema mitgebracht. Wie sah das Ganze überhaupt aus?
Und zwar wundern Sie sich nicht, dass jetzt hier die Erde zwei Monde plötzlich besitzt, sondern das ist nur eine Schemazeichnung für Hin- und Rückreise. Wir sehen also hier den Start in den USA, dann ging diese Rakete nach oben in den Erdorbit. Sie hat davor natürlich schon einige Brennstufen abgeworfen. Dann hat sie hier den Erdorbit verlassen und dann kam es zu diesem Rangiermanöver, was ich schon kurz erwähnt habe. Das heißt, die Kommandokapsel hat hier gewendet und aus der Raketenhülle die Landefähre herausgezogen und ist dann nur in dieser Kombination weitergeflogen zum Mond. Und so sah das in der Nähe aus, hier als Modell. Also hier haben Sie dieses Kommandomodul mit den drei Astronauten. Hier ist der Versorgungsteil, da ist also Technik, Brennstoffe, Sauerstoff und ähnliches drin. Und dieses spinnenbeinige Gerät, das ist die eigentliche Mondlandefähre. Zurück zu unserer Reise. Diese Kombination ist also hier weitergeflogen, hat dann in eine Umlaufbahn angeblich eingeschwenkt um den Mond. Und hier hat sie eingeschwenkt, hier gab es dann wieder Manöver, ein Trennungsmanöver. Und letztlich ist tatsächlich nur dieses kleine spinnenbeinige Gerät auf dem Mond gelandet. Wie war das nochmal an diesem 21. Juli? Millionen, wenn nicht hunderte von Millionen Menschen saßen damals gebannt vor den Fernsehern. In Mitteleuropa wurden Kinder nachts aus dem Bett geholt und vor den Fernseher gesetzt, um Bilder wie diese zu sehen. Neil Armstrong, der hier angeblich als erster Mensch den Mond betritt. Die erste Frage ist natürlich, wie kann das denn gefilmt werden, wenn er der erste Mensch auf dem Mond ist? Diese Frage kann die NASA allerdings noch beantworten, indem sie sagt, da wurde eine Kamera an der Seite des Landemoduls ausgeschwenkt. Hier, diese verschwommenen Fernsehbilder haben wir also damals gesehen und Armstrong hat dazu seinen berühmten Satz gesprochen, "One small step for a man and one giant leap for mankind." Hier hat er es geschafft, da steht er, der erste Mensch auf dem Mond. Und wir wurden hier mit solchen Bildern versorgt, die natürlich damals schon weit hinter dem Stand der Live-Fernsehübertragungstechnik zurück waren. Aber man hat eben Verständnis gehabt, weil ja diese Bilder angeblich vom Mond kamen. Aber nach der Rückkehr, nach einigen Tagen vom Mond, haben wir dann noch bessere Bilder zu sehen bekommen. Dann hat man nämlich behauptet, ja, die Astronauten haben ja da schöne Fotos gemacht von ihrem Ausstieg und von dem Spaziergang auf der Mondoberfläche. Und da hat man uns dann richtige Farbfotos gezeigt, wie das hier. Das soll Buzz Aldrin sein, der Herr ganz rechts, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, bei seinem Ausstieg aus der Landefähre, fotografiert von Neil Armstrong. Und hier haben wir ein ganz berühmtes Bild, das weltweit ganz lange als Poster in Kinderzimmern hing, aber nicht nur in Kinderzimmern, sondern in ganz vielen Räumen und Büros auf der Welt. Ein regelrechtes Symbol, das Karriere gemacht hat als Symbol für diese Entdeckerleistung. Und natürlich nicht zu vergessen, auch ein fast schon ikonografisches Symbol, ein grafisches Bild von diesem Fußabdruck auf dem Mond. Und das ist doch alles sehr eindrucksvoll. Und da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, ist man da nicht eigentlich schon überzeugt? Denn diese Bilder sind ja wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, wie gesagt. Und wir dürfen ja eins nun wirklich nicht vergessen, der Mensch lässt sich ja sehr leicht durch Bilder überzeugen. Und diese Mondlandung war nun mal ein ganz starkes Bildereignis. Und wenn wir uns diese kleine Grafik anschauen, dann bekommt ja der Mensch 80% seiner Sinneseindrücke über den Gesichtssinn. Und auch wenn Sie dann versuchen, Ihr Großhirn einzuschalten und überlegen, ja, aber kann das wirklich alles so stimmen, dann ist doch in Ihrem Unbewussten ein Mechanismus abgelaufen, ein Überzeugungsmechanismus, der diese ganze Sache durchaus glaubwürdig macht. Und ich habe tatsächlich auch Zuschriften bekommen, wie beispielsweise, Zitat, die Fernsehbilder auf dem Mond sind der eindeutige Beweis dafür, dass sie gelandet sind.
Da könnte man natürlich sagen, wenn man so argumentiert, dann gibt es auch Dinosaurier, dann können Autos durch die Luft fliegen oder dann ist auch all das wahr, was man in Harry Potter Filmen für Zauberkunststücke sieht. Wenn das Fernsehen ein Beweis wäre für irgendetwas, dann sähe unsere Welt wirklich ganz anders aus. Wirklich? Ist das also wirklich ein Beweis? Oder war doch alles ganz anders? Hier auf diesem Plakat haben irgendwelche Werbeleute schon mal mit dieser Idee gespielt, der Mondfälschung oder der Fälschung der Mondlandung, und haben mal so eine Fantasie entwickelt, ja, wie könnte das vielleicht ausgesehen haben? Man sieht also, dass die Menschheit auch schon seit einiger Zeit mit diesem Gedanken im wahrsten Sinne des Wortes spielt, einer gefälschten Mondlandung. Und das hier, dieses Werbeplakat, ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Aber es gibt doch eigentlich noch mehr Beweise. Ich habe ja jetzt nur über Fotos geredet. Ich habe Ihnen diese eindrucksvollen Fotos gezeigt, diese symbolhaften Fotos. Deswegen müssen wir noch mehr Beweise für diese Mondlandung abklopfen, für die offizielle Version. Wir können uns damit jetzt nicht zufrieden geben. Und damit sind wir auch schon bei unserem zweiten Kapitel, die Beweise für die Mondlandung. Frecherweise habe ich das schon mal in Anführungszeichen gesetzt. Sie werden dann auch gleich sehen, warum. Wir sehen jetzt gleich Apollo 12 im All, und zwar aufgenommen von Teleskopen auf der Erde, wird jedenfalls behauptet. Und Apollo 12 war dann schon die zweite Mondmission. Insgesamt sollen 6 solche Gefährte auf dem Mond gelandet sein. 7 haben es versucht, aber es gab da einen Unfall bei Apollo 13. Die konnten also angeblich nicht landen. Deswegen nur mal als Beispiel hier die Reise von Apollo 12, angeblich beobachtet von einem Erdteleskop. Bitte schauen Sie genau hin. Tja, ich meine, ist eigentlich recht deutlich, finden Sie nicht? Also ich habe noch ein anderes Beispiel, Apollo 13 im All. Die Mission, deren Landefähre nicht landen konnte, aber immerhin, man müsste sie vielleicht sehen, sie sind ja auch zum Mond erstmal hingeflogen. Das ist das passende Bild dazu, mit einem schönen dicken blauen Pfeil. Ich weiß nicht, ob Sie da was sehen. Also ich sehe da jetzt mal so einen Lichtpunkt. Dann haben wir nochmal ein Bild von Apollo 13. Oh, da soll man sogar verschiedene Sachen erkennen können. Also zum Beispiel das kleine Raumschiff selber, also Sie wissen schon, dieses kegelförmige Gefährt, dann eine Sauerstoffwolke, die da ausgestoßen worden sein soll, und eine Raketenstufe. Schauen wir mal, ob das da noch mehr Beweise für diese Mondreise gibt. Jawohl, Apollo 14. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt da so geht, aber ich habe so gewisse Schwierigkeiten, das jetzt da zu identifizieren. Da ist leider auch gar kein dicker Pfeil jetzt irgendwo zu sehen. Das hätte jetzt vielleicht noch wenigstens der Vorstellungskraft geholfen. Da soll man also auch eine Wasserwolke sehen, die das Raumschiff ausstößt, die Kapsel und auch eine Raketenstufe. Also ein schönes Suchbild jedenfalls für langweilige Winterabende, würde ich sagen. Aber wir haben nicht nur Bilder. Warten Sie ab, nur nicht voreilig urteilen. Wir haben nicht nur Bilder von der Mondreise, sondern auch Bilder von der Mondoberfläche und den dort gelandeten Landefähren. Ich hoffe doch, dass diese Bilder jetzt endlich richtig überzeugend rüberkommen. Und zwar, das soll die Landefähre von Apollo 15 sein. Die soll hier also zu sehen sein. Ich weiß nicht, hier ist zumindest mal ein dicker Pfeil. Und hier, vielleicht soll das der Schatten sein oder so. Naja, wie gesagt, das ist was für lange Winterabende. Aha, da gibt es auch bei dem Original-NASA-Bild auch eine Unterschrift. Mondlandegefährt wirft einen deutlichen Schatten auf die Oberfläche des Mondes. Naja, da kann man drüber streiten, aber wir geben der Sache noch eine Chance. Nochmal Apollo 15 auf dem Mond. Diesmal immerhin von einer Sonde aus fotografiert, also nicht von der Erde aus, sondern man war schon viel näher dran mit einer fotografischen Sonde. Und jetzt soll man hier, was soll man jetzt hier eigentlich sehen?
Also man soll hier sehen, bestimmte Anomalien um die Apollo 15 Landestelle herum. Das heißt also, hier wird zum Beispiel behauptet, das könnte der dunkle Fleck sein, den das Triebwerk verursacht hat. Und noch weitere Punkte. Ja, hier soll eben auch irgendeine Tätigkeit stattgefunden haben. Aber ehrlich gesagt, also so richtig erkennen kann ich da jetzt eigentlich nichts. Wenn das jetzt Beweise sein sollen für die Mondlandung, dann werden vielleicht die Anführungszeichen doch schon langsam mal gerechtfertigt, die ich da gesetzt habe über das zweite Kapitel dieser DVD, die Beweise für die offizielle Version der Mondlandung. Aber wir müssen der Sache noch eine Chance geben. Apollo 16 auf dem Mond. Schauen wir mal. Ich muss schon sagen, der Pfeil ist natürlich schon sehr deutlich, aber gibt es denn da noch eine Bildunterschrift? Ja, da gab es bei der NASA eine Bildunterschrift. Das Landegefährt auf dem Mond wirft einen deutlichen Schatten auf das Gelände. Ja, also ich weiß nicht, da muss wahrscheinlich sehr viel Glaube dabei sein, um das jetzt wirklich als Schatten der Landefähre erkennen zu können. Jetzt ist natürlich die Frage, ob es Ihnen so geht wie mir. Haben Sie auch nichts gesehen? Oder haben Sie was gesehen? Wenn Sie nichts gesehen haben, dann sollten Sie sich das lieber nochmal genau überlegen. Weil das Problem ist ja, alle Welt glaubt ja nun mal an die Mondlandung. Wollen Sie vielleicht da jetzt ganz alleine dastehen und tatsächlich behaupten, Sie hätten nichts gesehen? Sie kennen ja vielleicht das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern. Ganz kurz, ein wirklich witziger psychologischer Trick wird da nämlich geschildert. In diesem Märchen oder in dieser Fabel, zwei gerissene Schneider erscheinen beim Hof des Kaisers und wollen dem Kaiser ganz besondere Kleider schneidern. Die haben aber nur eine bestimmte Eigenschaft, sie können nur von klugen Leuten gesehen werden. Also von dummen Leuten können die Kleider nicht gesehen werden. Und wer also klug sein will, der muss die Kleider sehen. Und jeder, der also schreit, der Kaiser hat ja gar nichts an, der muss einfach unheimlich dumm sein. Und das ist ein witziger psychologischer Trick, ein sozusagen massenpsychologisches Phänomen, was in diesem Märchen beschrieben wird. Und jetzt wollte ich Sie doch nochmal fragen, haben Sie sich das genau überlegt? Wollen Sie nicht doch lieber hier irgendwas sehen von der Mondlandung? Vielleicht hier. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie nicht endlich dort eine Landefähre oder einen Schatten? Oder wollen Sie sozusagen, wie man so schön sagt, etwa dumm sterben und sich außerhalb der Gesellschaft stellen, die doch alle an die Mondlandung glauben? Bis heute ist es nicht möglich, solche Objekte auf der Mondoberfläche aufzulösen. Zumindest wurden sie noch nicht dort identifiziert. Ja, das heißt aber doch rein von der faktischen Ebene her, bisher konnten wir das noch nicht am Objekt selber überprüfen, ob da nun wirklich Astronauten gelandet sind oder nicht. Das ist ein Fakt. Kommen wir jetzt zum Totschlagargument der Fans der Mondlandung. Der sogenannte geheimnisvolle Laserreflektor. Da wird uns nämlich jetzt eine ganz andere Geschichte noch erzählt. Und zwar sollen die Astronauten bei einigen Mondlandemissionen einen Reflektor abgestellt haben, hier so ein rechteckiges Ding, ungefähr 30 x 40 cm groß. Also so eine Art Ansammlung von Katzenaugen, die man vom Fahrrad her kennt. Und das soll jetzt zwar nicht möglich sein, den zu sehen, aber da gibt es also Leute, die versuchen, dort einen Laserstrahl hinzuschicken. Und es wird behauptet, dieser Laserstrahl ist ziemlich stark. Also bei so vielen Nullen muss ich ja schon fast passen. Ich glaube, das sind 10 Trillionen Photonen. Sie wissen ja, das kleinste Lichtteilchen ist ein Photon und diese Laserstrahlen sind so in der Größenordnung von 10 Trillionen Photonen stark, die dort auf diesen Reflektor angeblich geschickt werden. Und Tatsache, der Reflektor soll angeblich auch Licht zurückwerfen, das wir dann hier auf der Erde angeblich auch wieder registrieren können.
Jetzt muss man sich aber mal ein bisschen die Zahlenverhältnisse hier anschauen. Ich habe ja gesagt, hier in der Größenordnung 10 Trillionen Photonen werden hingeschickt. So stark ist dieser Laserstrahl. Aber was kommt eigentlich hier auf der Erde an? Und da erleben wir doch eine ziemlich unangenehme Überraschung. Denn übrig bleibt letztlich nur ein Photon von dieser gewaltigen Menge. Und wie mir Wissenschaftler, die diesen Versuch durchführen, auch bestätigt haben, nicht mal immer. Also manchmal kommt auch nichts zurück. Jetzt habe ich natürlich ein grundsätzliches Problem. Erstens mal ist das ja im Vergleich zur Gesamtmenge gleich Null, kann man ganz salopp sagen. Das heißt also, man könnte hier schon eigentlich aufhören mit der Geschichte und könnte sagen, gut, ehrlich gesagt, unterm Strich habt ihr doch nichts in der Hand. Das ist gleich Null, ein Photon von dieser gewaltigen Menge. Aber es kommt ja noch eine weitere Schwierigkeit dazu, nämlich, dass auf diesem Photon natürlich nicht NASA draufsteht. Das heißt also, woher wollen Sie jetzt wissen, woher dieses Photon kommt? Von dem Reflektor, von irgendeinem besonderen Stein? Keine Ahnung. Also dieser Versuch, der sehr oft angeführt wird als Beweis für die Mondlandungen, taugt letztlich auch nichts. Aber damit sind unsere Mondlandungsfreunde noch nicht am Ende ihrer Weisheit angekommen. Sie haben also da noch diverse Trümpfe im Ärmel, die wir natürlich alle entkräften müssen, wenn wir die Gegenthese aufstellen wollen, es hat gar keine Mondlandung von Menschen gegeben. Der nächste Trumpf ist natürlich das berühmte Mondgestein. Angeblich haben diese Mondmissionen sehr, sehr viel Gestein zur Erde zurückgeschafft. Darüber muss man sich eigentlich auch schon wundern, über die Gesamtmenge, ich glaube von 360 Kilogramm, also viele Zentner. Normalerweise werden ja Proben da sehr sparsam gesammelt, weil es ja auch sehr, sehr teuer ist, solche Proben zurückzubringen. Aber wahrscheinlich hat man sich gedacht, ja, man hat da so eine Mentalität demonstriert wie bei einem Familienausflug mit einem riesigen Kofferraum bei dieser Landefähre und hat eben den Eindruck erweckt, als könnte man hier einfach den Kofferraum bis zum Rand vollladen. Kein Problem. So sieht das Mondgestein aus. Das ist hier ein solcher Felsbrocken. Und jetzt kommt natürlich die Frage, ist das wirklich ein Beweis für die Mondlandung? Und da stoßen wir auf gewisse Probleme, einfach deshalb, weil der Mond bereits aus der Erde entstanden sein soll. Da haben wir also schon ein grundsätzliches Problem, den Beweis anzutreten, dass dieses Mondgestein wirklich vom Mond stammt, wenn der Mond eigentlich letztlich der Erde wahnsinnig ähnlich ist, einfach weil er aus der Erde entstanden sein soll. Das nächste Problem besteht darin, dass Mondgestein schon immer auf der Erde gelandet ist, auch ohne Raumfahrt, schon lange bevor überhaupt Menschen solche Technik entwickelt haben, nämlich auf dem Weg des Meteoritenfluges. Das heißt also, riesige Asteroiden oder Meteoriten sind auf dem Mond eingeschlagen und haben anderes Gestein herauskatapultiert, das dann zur Erde geflogen ist. Man kann das auch finden in bestimmten Gebieten. Das ist ein grundsätzliches Problem, dann mit einem angeblichen Mondgestein den Beweis antreten zu wollen, dass das wirklich vom Mond stammt. Es kann auch von der Erde stammen. Und letztlich gibt es noch eine ganz interessante Entdeckung. Vor einigen Jahren hat einmal, ich glaube, ein britischer Wissenschaftler war das, das Mondgestein der NASA optisch untersuchen dürfen. Angeblich wird ja dieses Mondgestein unglaublich sorgfältig gelagert unter Stickstoffatmosphäre, hermetisch abgeschlossen. Und angeblich ist seitdem nie wieder ein Mensch, seitdem das Gestein vom Mond zurückgebracht wurde, an dieses Gestein herangekommen. Und dann hat sich eben mal so ein britischer Wissenschaftler wirklich mit der großen Lupe oder dem Mikroskop herangewagt an diese wertvollen Funde. Und was musste er da sehen? Lauter irdische Rückstände, Plastikreste, Bürstenhaare, ja sogar Insektenüberreste. Wo man sich natürlich jetzt schon fragt, müssen wir eigentlich die Zoologie des Mondes revolutionieren oder unsere Vorstellung von einer echten Mondlandung revolutionieren? Ich würde dann Letzteres vorschlagen und dann auch vorschlagen, dass wir die Vorstellung von einem
authentischen Mondgestein als Beweis, als wirklichen Beweis für die Mondlandung doch lieber begraben sollten. Ich habe Ihnen jetzt die wichtigsten oder einige der wichtigsten Beweise gezeigt für die Mondlandung. Und da müssen wir doch feststellen, für die bemannte Mondlandung, wie sie geschildert wird im Rahmen des Apollo-Programms, da müssen wir doch feststellen, diese Beweislage ist doch wahnsinnig dünn, finden Sie nicht? Also mir ging das jedenfalls so, als ich die Beweise einen nach dem anderen abgeklopft habe, habe ich festgestellt, also so richtig zwingend ist eigentlich keiner davon. Sie sind nur auf Anhieb so prima facie erstmal überzeugend, aber wenn man genauer darüber nachdenkt, stellt man fest, also irgendwo ist das nicht wirklich überzeugend und stichhaltig. Wenn es nur dünne Beweise für die Mondlandung gibt, gibt es dann Beweise für unser drittes Kapitel, für unseren dritten Abschnitt, nämlich Beweise für eine Fälschung der Mondlandung oder zumindest starke Indizien für eine Fälschung der Mondlandung. Sollten wir uns nicht mal lieber das Beweismaterial mit anderen Augen anschauen? Sollten wir nicht mal lieber ganz genau hinschauen und nicht immer erst alles glauben, was man uns erzählt und alles glauben, was man uns in Bildern serviert, die jeden Tag auf uns einstürmen? Das gilt ja nicht nur für die Mondlandung, sondern für jede beliebige Medien- und Fernsehnachricht. Sollten wir da nicht mal genauer hinschauen? Und das ist für mich auch das Wichtige an dieser Mondlandungsgeschichte, dass man lernt, diese Sachen, die man uns vorsetzt, Tag für Tag, Abend für Abend, mal wieder etwas genauer betrachtet. Natürlich habe ich Ihnen nur Original-NASA-Fotos mitgebracht, die Sie entweder noch nie oder noch nie so genau angeschaut haben. Diese NASA-Fotos sind auch alle nummeriert. Man kann also die Nummern auch nachschlagen. Die Archive sind auf dem Internet. Daher stammen diese Bilder. Schauen wir uns die also an. Hier beginnen wir mit dem Anfang, wie man so schön sagt. Das Landemodul, LM heißt Landemodul, von Apollo 11 auf dem Mond. Und das sollten wir uns einfach wirklich einen Moment einfach anschauen, mal ganz in Ruhe die Augen über das Bild wandern lassen, wie das aussieht und was man da so sieht. Also wenn Sie mich fragen, das sieht doch so ein bisschen nach dem Modellbau aus, den ich vorhin erwähnt habe. Hier diese Plastikpaneele, festgeklebt mit Klebestreifen. Diese drüber geworfenen Folien auch mit Klebestreifen befestigt. Das sieht so ein bisschen windschief aus, meiner Meinung nach, für ein Raumfahrtgefährt. Wir haben da noch andere Bilder, zum Beispiel hier von der Seite. Da sehen Sie ja wirklich hier, das ist so eine Papierbastelfolie, sieht das aus, mit so goldenen Klebestreifen. Hier von der Seite sehen Sie ganz deutlich diese dünnen Plastikpaneele, die sich ja auch schon durchwölben. Und wenn man sich das also mal genauer anschaut, dann macht das Ganze doch einen ziemlich windschiefen Eindruck. Hier von der Seite sieht man auch viel besser, wie sich diese Plastikdingerchen da durchwölben. Ein Freund von mir hat hier noch ein paar Kreise drum gezogen, um diese besonders verdächtigen Klebestellen. Also vielleicht müssen wir unsere Vorstellung revolutionieren, wie Raumfahrzeuge eigentlich gebaut werden heutzutage oder schon vor 40 Jahren gebaut wurden. Das hat also mit Hightech jetzt wahnsinnig wenig zu tun und vielmehr so mit dem Heimat- und Sachkundeunterricht in der Schule, mit dem Bastelunterricht, ja. Das hier ist noch mal ein bisschen näher, hier auf so ein paar Klebestellen drauf. Da fragt man sich, wie soll jetzt so eine Hülle eigentlich Strahlung abhalten? Wie soll das eigentlich den Druck halten, den Luftdruck, der innen herrschen muss in dieser Raumkapsel, in dieser Landefähre? Das ist natürlich ganz unmöglich. Ein weiteres Beispiel, das Landemodul von Apollo 15 auf dem Mond. Da sehen wir ganz ähnliche Phänomene und ich bezweifle ehrlich gesagt überhaupt, dass das ein anderes Modell war, sondern ich denke mal, das Ding hat man einfach immer wieder abfotografiert und wenn dann mal eine Folie irgendwo runterhing, dann hat man die eben wieder hingebastelt. Gar kein Problem. Und je länger man sich diese Fotos betrachtet, das kann ich Ihnen überhaupt nur empfehlen, mal diese NASA-Archive durchzuforsten, umso mehr entdeckt man auch wieder und erlebt man auch Überraschungen. Hier, da befinden sich so rechteckige Objekte auf diesem Landefuß und das haben wir auch mal rausvergrößert.
Und jetzt sehen Sie auch, worum es sich bei diesen Objekten hier eigentlich handelt. Da liegen doch glatt Fotos auf dem Landefuß auf dem Mond von der Landefähre von Apollo 15. Also hier sehen Sie, das ist ein Porträt, wahrscheinlich von einem Soldaten. Das Gesicht da hinten, das sieht für mich aus wie der Turm von einem Flugzeugträger oder so. Und das hier sieht für mich aus wie eine Aufnahme vom sogenannten Mond selber. Hier diese Oberfläche, der schwarze Himmel, das schwarze All, hier ein Objekt, vielleicht ein Berg oder aber auch die Landefähre selber. Jetzt ist das natürlich eine Sensation, finden Sie nicht? Das ist ein Original-NASA-Bild und nirgends wurde das thematisiert, dass dort Bilder auf dem Landefuß liegen, was die dort machen, wie die dort überhaupt überleben in der brutalen Hitze, die dort geherrscht haben muss. Da gibt es ja keine Atmosphäre, die solche Bilder schützen könnte. Das heißt, die müssten sich zum Beispiel in diesem schwarzen Bereich sofort hochheizen, aufheizen und sich zusammenschrumpeln und ähnliches. Also das ist ein großes Rätsel, was uns hier Apollo 15 zum Beispiel aufgegeben hat, die Bilder auf dem Landefuß. Aber es geht noch weiter. Auch Apollo 16 hat solche Rätsel zu bieten. Das Landemodul von Apollo 16 auf dem Mond. Da sehen Sie wieder unseren bekannten Modellbau mit den etwas nachlässig draufgeklatschten Folien hier. Und das Ganze sieht eigentlich aus, behängt wie ein Christbaum, wenn Sie mich fragen. Und zusammengekleistert, wie gesagt, ich habe da sogar Zweifel, ob das nicht im Grunde genommen immer ein und dasselbe Modell gewesen ist. Schauen wir mal weiter, vielleicht etwas näher drauf, hier diese gewaltigen Lücken, sowas hält natürlich überhaupt nichts stand. Weder Strahlung, noch Luftdruck, noch Hitze, noch sonst irgendwas kann sowas abhalten. Also es ist auf gut Deutsch, handelt es sich hier nicht um ein Raumfahrzeug, so viel kann man glaube ich schon mal feststellen. Eine etwas andere Perspektive noch, das ist so richtig typische Pappmaché-Modellbau. Das reicht so aus der Ferne. Wie gesagt, das sind hochauflösende Bilder, die eigentlich auch fast nie in Zeitungen oder so auftauchen, die also der normale Medienverbraucher nie in dieser Qualität zu sehen bekommt. Es gibt noch weitere Merkwürdigkeiten, nicht nur diese Landemodule, sondern ganz am Anfang der DVD habe ich ja schon gesagt, auch die Sonne auf dem Mond ist merkwürdig. Die Sonne auf dem Mond müsste genauso groß sein wie hier auf diesem Bild auf der Erde. Schauen wir also mal auf so ein Sonnenbild auf dem Mond. Und da erleben wir doch eine gewaltige Überraschung, weil das ist ja nun wirklich spektakulär. Da muss man sich schon fragen, hoppla, also welcher Planet bzw. welcher Mond und welches Sonnensystem? Das ist ein astronomisches Phänomen, das auch bisher von der NASA noch nie erklärt wurde. Es kann auch nicht so ein Effekt sein wie auf der Erde, dass Sie manchmal bei einem Sonnenuntergang plötzlich am Horizont die Sonne riesengroß sehen, weil das ist ein Lupeneffekt, der durch die Atmosphäre der Erde entsteht. Auf dem Mond gibt es aber eine solche Atmosphäre nicht. Das heißt, hier kann es auch keine solchen Lupeneffekte geben. Tja, also im Grunde genommen ist das eins meiner Lieblingsbilder. Diese beiden Bilder zusammen sind eigentlich schon bereits das Ende der Mondlandung. Wenn man das alles ernst nimmt, was wir über Astronomie wissen, was wir über das Sonnensystem wissen, über Mond und Erde wissen, dann bedeuten diese beiden Bilder eigentlich streng genommen schon das Ende der Mondlandung, der bemannten Mondlandung, so wie sie behauptet wird. Aber wir können noch einen Schritt weitergehen. Ich habe mir auch die Mühe gemacht, mal diese Spur weiter zu verfolgen. Wo hängt denn diese gewaltige Sonne und an welchem Horizont, von welchem Himmelskörper? Hier sehen wir sie nochmal in aller Schönheit über dem Horizont des Mondes hängen. Ist diese Sonne wirklich auf dem Mond? Ich habe ja schon angedeutet, dass es da natürlich nun erhebliche Zweifel gibt aufgrund der Größe. Oder befindet sich diese Sonne möglicherweise vielmehr
auf dem Himmelskörper, den man oben im Bild sieht, nämlich auf unserer guten alten Erde. Und da habe ich einen heißen Tipp für Sie. Schauen wir doch mal in das Apollo-Training hinein. Denn Sie werden sich vielleicht wundern, aber selbst die NASA streitet ja gar nicht ab, dass sie die Apollo-Missionen simuliert hat. Natürlich hat sie die Apollo-Missionen simuliert. Das musste sie sogar, nämlich im Rahmen des Trainings hat sie diese Apollo-Missionen simuliert. Die wirkliche Frage ist also nicht, hat die NASA die Apollo-Missionen simuliert, sondern die wirkliche Frage lautet, hat die NASA die Apollo-Missionen nur simuliert und sie nicht in Wirklichkeit durchgeführt? Werfen wir also mal einen Blick in diese Trainingsszene hinein und einen kleinen Auftrag oder ein kleines Anliegen dieser DVD sehe ich auch darin, Ihren Blick zu schärfen für Medienbilder. Deswegen schwenken wir mal einfach kurz über das Bild, ob Sie vielleicht einen Verdacht kriegen, wo diese Sonne hier sein könnte oder wo sich ein Objekt befindet, das diese Sonne darstellen könnte. Ja, falls Sie keinen Verdacht haben, habe ich ja noch kleine Hilfe mitgebracht. Da ist es vielleicht etwas leichter zu entdecken aus derselben Halle. Nochmal einen Moment Zeit zum Anschauen. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe doch jetzt schon erhebliche Verdachtsmomente, dass hier vielleicht nicht alles mit rechten Dingen zugehen könnte. Ich habe das aber nochmal für Sie ein bisschen herausvergrößert. Diese drei oder vier netten Herrschaften mit dieser merkwürdigen Kanone hier in der Halle, am Rand der Halle, dieser aufgebauten Mondszenerie. Und jetzt, wenn wir das mal vergleichen und diese beiden Bilder nebeneinander halten, dieses große strahlende Rund und aber nicht nur das, auch der Abstand über der Oberfläche ist doch sehr interessant, finden Sie nicht? Also, wenn man sich jetzt mal kurz da so einen Ständer vorstellen würde hier an dieser Sonne da unten, das könnte doch praktisch fast hinhauen. Und auch die Größenverhältnisse könnten hier eigentlich im Vergleich zur umgebenden Szenerie hinhauen. Schauen wir mal uns nicht nur die Größe an, dieses Objekt, sondern auch die Struktur. Man kann ja auch die natürliche Sonne, die über unserem Himmel hängt, abblenden, mit Teleskopen anschauen und abblenden. Und dann entdeckt man ja die Struktur dieser Sonne. Ne? Das heißt also, Sie sehen hier ziemlich wirre, grobe Oberflächenerscheinungen mit einzelnen hellen Punkten und auch eine deutliche Aura und sogar hier solche Protuberanzen heißen die, solche riesige Explosionen. Das passiert, wenn man die Struktur unserer Sonne anschaut, von der Erde aus. Also ein etwas chaotisches Geschehen, sozusagen eine grobe Oberflächenstruktur. Jetzt machen wir dasselbe Experiment mit unserer sagenhaften Mondsonne und blenden die mal ab, elektronisch natürlich, und schauen, was da passiert, wenn wir diese Mondsonne elektronisch abblenden, die wir auf den NASA-Fotos gezeigt bekommen. Das ist sie ja nochmal zur Erinnerung. Und worum handelt es sich da, wenn man das abblendet? Das ist nun allerdings sehr interessant, wenn man die Helligkeit hier herunterfährt von diesem Bild. Hier wurde nichts hinzugefügt, wohlgemerkt. Dann entdeckt man hier ganz und gar nicht die Struktur, die man eigentlich von unserer Sonne erwarten würde, von unserer Erdensonne, sondern man entdeckt plötzlich so eine Zweierstruktur. In der Mitte einen hellen Fleck und außen ein etwas dunklerer Kreis. Das würde ich mal sagen, ist doch eine gewaltige astronomische Sensation. Ich frage mich, warum eigentlich die Fachliteratur nicht überquillt von diesem Phänomen. Da könnte man jetzt enorme Theorien entwerfen. Also damit meine ich keine Theorie von der Fälschung der Mondlandung, sondern wenn die Astronomie sowas entdecken würde oder diese Entdeckung zugeben würde, würde sie also unglaubliche Theorien darauf aufbauen von optischen Effekten
und was man sich alles nur vorstellen kann. Aber wir suchen hier nach natürlicheren, nach einfacheren, nach naheliegenderen Erklärungen. Und deswegen schauen wir uns dieses Phänomen nochmal genauer an. Hier noch einmal zum Vergleich, wie es eigentlich aussehen sollte. So sollte es eigentlich aussehen, wenn man die Sonne abblendet, denn das soll ja dieselbe Sonne sein, die auf dem Mond scheint, wie auf der Erde auch. Ja, jetzt könnte man natürlich noch die Gegenprobe machen für Menschen, die sich für Optik interessieren. Also die Sonnenbilder wurden natürlich optisch abgeblendet, das heißt zum Beispiel mit Filtern vor der Linse oder so. Und ich habe ja diese Mondsonne elektronisch abgeblendet, aber ich habe auch die Gegenprobe gemacht und habe mal einfach Fotografien von der Sonne elektronisch abgeblendet. Und da erkennt man dann einen deutlichen Unterschied zu unserer tollen zweigeteilten Mondsonne. Nämlich die Sonne ist dann nur weiß. Sie ist einfach zu stark. Sie übersteuert jedes Fotomaterial, jeden elektronischen Sensor. Man sieht dort auch nicht diese Zweierstruktur. Also das ist das, was man auch erwarten würde. Und auch wenn man Erdenbilder von der Sonne elektronisch einfach nur abblendet, kommt man nicht auf dieses Ergebnis von der Mondsonne, was ich Ihnen gezeigt habe. Werfen wir nochmal also einen Blick auf die Fotos von der Simulation, die NASA lieber Training nennt. Auch da bitte ich Sie nochmal genau hinzuschauen, auch auf den Hintergrund zu achten, ob Sie da vielleicht so einen Verdacht haben von so einer runden Struktur mit zwei verschiedenen Elementen. Schauen wir mal weiter. Ich habe es hier nochmal herausvergrößert. Das ist, glaube ich, unser Verdächtiger von vorhin. Hier in einer Draufsicht von vorne, fast genau. Da sehen wir also wieder diese runde Kanone und diesmal in der Mitte einen hellen Bereich und außen einen etwas dunkleren Bereich. Und das würde natürlich sehr, sehr gut dazu passen zu unserer optischen Analyse der Sonne auf dem Mond. Das ist natürlich interessant, mal sehen, wo man diese Sonne eigentlich normalerweise findet. Also nicht nur vielleicht in Hallen der NASA, sondern vielleicht hat man ja hier auf Gegenstände und Dinge zurückgegriffen, die sowieso verfügbar sind, auch und gerade vielleicht im militärischen Bereich, denn die Astronauten waren Militärs, ein großer Teil des NASA-Personals Militärs. Und da habe ich auch eine Überraschung für Sie. Nämlich so ein Bild wie dieses hier. Sieh an, das ist so ein Objekt, wie wir das da gesehen haben, ganz ähnlich. Nur werden Sie mir natürlich zustimmen, das hier sind jetzt nicht direkt Astronauten, sondern das sind also mehr Soldaten. Und tatsächlich handelt es sich jetzt dabei auch um einen Flak-Scheinwerfer. Das heißt, das sind eigentlich die hellsten Scheinwerfer, die man damals kannte, mit denen man Flugzeuge im Himmel nachts identifizieren und anleuchten konnte. Die stärksten und gebündelsten Scheinwerfer, die sich damals denken ließen. Und wahrscheinlich nicht ganz ungeeignet, um unsere berühmte und interessante Sonne auf dem Mond zu simulieren. Und tatsächlich haben diese Scheinwerfer in der Mitte einen sehr starken Reflektor und außen im Außenbereich einen etwas breiteren Rand, der dann nicht mehr ganz so hell strahlt. Das ist natürlich jetzt schon eine ganz schöne Beweisführung gewesen. Also meiner Meinung nach handelt es sich hier um einen Flak-Scheinwerfer, mit dem die Sonne auf dem Mond simuliert wurde, besser gesagt natürlich in einem Studio, in einer Halle simuliert wurde. Ja, wir haben die Scheinwerfer dort ja sogar gesehen. Und jetzt können wir uns natürlich fragen, sehen wir denn auch den Lichtstrahl dieser Scheinwerfer auf dem Mond? Können wir ihn da identifizieren und wiederentdecken? Denn das Spannende ist, dass nach offizieller Version der Mondmissionen die Astronauten keine Scheinwerfer dabei hatten. Das ist also Konsens zwischen Kritikern und auch Befürwortern der Mondlandung. Das Licht auf dem Mond war ausschließlich Sonnenlicht. Es darf also nicht ungleichmäßig sein, sondern muss absolut gleichmäßig sein. Und es wäre absolut fatal, wenn man dort beispielsweise einen Lichtkegel entdecken würde. Und dazu habe ich Ihnen aber auch etwas mitgebracht. Diesmal eine Filmaufnahme von der damaligen
Live-TV-Übertragung, eine Aufnahme, eine Aufzeichnung. Und da schauen wir mal, ob wir da vielleicht einen Lichtkegel von so einem Scheinwerfer oder von Scheinwerfern entdecken können. Da sehen wir doch glatt einen Lichtspot dreist über die Mondoberfläche wandern. Sogar wenn Sie genau hinschauen, wird er hier sogar zurückgeworfen vom Schwarzen hier im All. Hier ist also der Kreis von diesem Lichtspot. Das sind also doch mehrere spektakuläre Ergebnisse auf einmal, wie ich finde. Sowas hat da nun wirklich nichts zu suchen. Und hier kommt jetzt noch ein Astronaut vorbei. Da wird er reflektiert direkt, der Scheinwerfer. Und hier ist Schluss mit der Sequenz. Ich habe davon auch Stills mitgebracht, also herausgeschnittene Standaufnahmen. Schauen wir uns die mal in Ruhe an. Hier die Szenerie vom Anfang, der Lichtspot. Ich habe hier ein wenig die Kontraste erhöht, um das deutlicher darzustellen, aber natürlich nichts hinzugefügt, was nicht in dem Bild vorhanden gewesen wäre. Hier sehen Sie also diesen Lichtspot über die Mondoberfläche wandern. Und wie ich schon sagte, das ist das eine spektakuläre Ergebnis, was nicht da sein dürfte, denn laut Konsens zwischen Kritikern und Befürwortern der Mondlandung hat es dort keine Scheinwerfer gegeben. Aber das zweite spektakuläre Ereignis, das ich Ihnen hier zeigen will, ist ja eigentlich das hier. Das ist ja nun wirklich das nächste Ende der Mondlandung, nämlich der Lichtspot. Die obere Hälfte wird vom Schwarz des All reflektiert. Also ich muss sagen, dieser Mond wird mir immer mehr rätselhafter, je mehr man der Ansicht ist, dass es sich wirklich um einen Mond handelt, und immer banaler, je mehr man eigentlich von einer Inszenierung in diesem Fall ausgeht. Hier sehen Sie, wie der dann ganz extrem reflektiert wird von dem Landemodul, der Lichtspot. Das war eine weitere Szene. Dann ganz spektakulär, der Astronaut, der hier offenbar direkt vor dem Scheinwerfer vorbeiläuft, dessen Ausrüstung wirft den Strahl natürlich ganz hart zurück. Und das Ganze nochmal hier am Schluss als Stillaufnahme von dieser Filmsequenz, der Lichtspot auf der Mondoberfläche. Ein, wie ich finde, auch sehr deutliches Symbol. Ich muss mich schon fragen, warum schauen wir immer auf Fußabdrücke auf dem Mond, wenn wir auch solche extrem starken Symbole haben für die Fälschung der Mondlandung, für die Inszenierung der Mondlandung. Wir können dieser Spur weiter nachgehen. Also wir sehen hier ganz deutlich, der Lichtstrahl wird auch vom All reflektiert. Wir können uns fragen, gab es denn überhaupt schwarze Hintergründe auch in unseren Trainingshallen bei der NASA? Und deswegen werfen wir nochmal einen Blick hinein in diese NASA-Trainingshalle. Und was sehen wir da tatsächlich? Wir sehen hier, dass hier auch mit schwarzen Hintergründen gearbeitet wurde. Das ist nun sehr merkwürdig, weil für das Training brauchen Sie sowas ja nicht, denn auch mit so einem schwarzen Hintergrund können Sie einem Astronauten nicht vormachen, dass er sich auf dem Mond befindet. Er weiß einfach, er ist in einer Halle. Er braucht diesen schwarzen Hintergrund nicht für sein Training. Aber Sie brauchen solche Hintergründe natürlich sehr wohl, wenn Sie dort Film- oder Fotoaufnahmen machen wollen. Tja, ich würde mal vorschlagen, ich habe eigentlich recht die Nase voll von dieser Sorte Mond. Also machen wir es wie die Astronauten, verlassen wir diesen mysteriösen Mond nun endlich und starten wir zurück in den Mondorbit. Denn da soll sich ja die Landefähre wieder treffen mit dem Kommandomodul, um dann die Heimreise anzutreten zur Erde zurück. Hier haben wir das Landemodul von Apollo 16 im Mondorbit. Immer dazu gesagt, das sind offizielle NASA-Fotos, die Sie hier sehen. Das ist hier eine Aufnahme aus der Entfernung. Wir haben das aber auch noch mal näher dabei. Landemodul Apollo 16 im Mondorbit. Ja, wenn Sie mich fragen, das Ganze sieht doch ziemlich geflattert aus hier. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an diese Plastikpaneele oder hier da oben diese Oberfläche. Es sieht aus wie eingedrückt. Das sieht eigentlich aus nach einem kapitalen Unfall, den das Gefährt gehabt haben muss. Das Problem ist nur,
dass nirgends ein Unfall verzeichnet ist in dieser Form von der NASA bei Apollo 16 auf dem Mond. Das sieht für mich aus wie eine totale Havarie. Man müsste Angst haben um das Leben der Astronauten. Hier ist ja die ganze Oberfläche aufgeplatzt. Aber ich glaube, wir können uns beruhigen, weil wahrscheinlich ist es einfach so, dass hier das Modell mal eben kurz vom Tisch gefallen ist. Die Landefähre trifft auf die Kommandokapsel. Das ist die Kommandokapsel, auch angeblich aufgenommen, diesmal von der Landefähre aus. Ich kann Ihnen aber demonstrieren, dass man das auch ganz einfach anders machen kann, wie das beispielsweise auf diesem Foto hier vorgeführt wurde. Das sind also Filmaufnahmen aus einem Filmarchiv, in diesem Fall von Kanada. Da wurde ein Mondfilm gedreht, vielleicht sogar die Mondlandung oder diese Sequenz gedreht, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall zeigt Ihnen das Bild ganz einfach, wie man das machen kann. Davon gibt es noch viel mehr Aufnahmen, noch viel mehr Bilder. Im Hintergrund wurde eine große Mondoberfläche aufgehängt oder aufgestellt, davor ein Modell heruntergelassen. Und hier stand die Kamera, die das Ganze aufgezeichnet hat. Sie haben keine Chance, das zu erkennen dann im Endergebnis. Und inzwischen, nebenbei bemerkt, ist die Filmtechnik ja noch viel weitergekommen. Ja, nun ist es natürlich so ein ziemlich primitives Modell, was wir hier vor uns haben. Und wenn die Mondlandung inszeniert wurde, wovon ich ausgehe, ich gehe sogar davon aus, dass sie nur ausschließlich inszeniert wurde, dann hat man natürlich für jede Szene wieder andere Modelle oder Studios gebraucht. Das hier wäre beispielsweise für die Aufnahme der Kommandokapsel vor der Mondoberfläche. Aber man bräuchte ja noch viel, viel aufwendigere Modelle, beispielsweise für den Anflug auf den Mond. Und da habe ich auch etwas mitgebracht, zum Beispiel das hier. Da wollte ich auch mal Ihre Fantasie erstmal bemühen, sich das vorzustellen, worum sich es dabei handeln könnte. Sie sehen also hier eine wunderschöne große Kugel, Globus und hier so eine Oberfläche und in der Mitte ein Schienensystem. Und das ist eine Aufnahme aus dem Jahr 1963. Das Ganze gibt es dann auch noch später, etwa 2 Jahre später, sah das Ganze dann schon viel besser aus. Wenn wir uns das jetzt mal hier anschauen, dann sehen Sie, was hier für eine fantastische Landschaft entstanden ist. Da sieht man also wieder unseren Globus hier, aber diesmal wunderschön bemalt. Und wer sich ein bisschen mit Filmen auskennt, weiß, so eine Kugel braucht man dann eher für die Totale, während man das hier dann für Nahaufnahmen gebrauchen könnte. Unsere Leinwand, die etwas gewölbte Leinwand, ist inzwischen auch bemalt worden. Und jetzt könnte man natürlich hier auf diesem schönen Schienensystem mit einer Kamera durchfahren und könnte einmal den Anflug in der Totalen simulieren auf den Mond oder aber den Orbit um den Mond, wenn man dann die Kamera in die andere Richtung schauen lässt, da wo unser Künstler gerade noch am Werke ist. Ja, das ist eben, wie gesagt, 2 Jahre später gewesen, nach den vorher nackten Globen oder der nackten Leinwand. Und worum handelt es sich hier eigentlich? Damit wird also keine große Publicity gemacht, aber sowas gab es offiziell auch bei der NASA, natürlich offiziell immer nur zum Training. Und man nannte das LOLA, den Lunar Orbit and Letdown Approach Simulator, also den Simulator für den Anflug und die Landung auf dem Mond. Und wenn wir das mal nebeneinander halten, dann sah das also so aus, unsere beiden Bilder. Und hier liegen, wie gesagt, 2 Jahre dazwischen. Nun muss man allerdings die Behauptung überprüfen, dass das hier zu Trainingszwecken gebraucht wurde. Die NASA hat dafür ein Bild wie dieses produziert. Nämlich hier jemanden auf einen Stuhl auf diesem Schienensystem gesetzt und hier vor so eine kleine Instrumententafel gesetzt. Und hier haben sie ihm sogar noch so ein nettes Steuerrad in die Hand gedrückt. Das Problem ist nur, das hat mit Simulation nichts zu tun, weil der gute Mann ja mit seinem Steuerrad hier das Schienensystem oder irgendwas gar nicht beeinflussen kann. Und auch die Instrumente können ihm hier nichts weiter anzeigen. Es sind einfach 2 Modelle hier in einer Halle.
Das heißt, damit kann man gar nichts trainieren. Man kann höchstens da wie mit einer Seifenkiste zum Mond fahren. Deswegen würde ich auch, wie gesagt, lieber diese Version hier vorschlagen, dass man hier nämlich in Wirklichkeit auf diesem Schienensystem eine Kamera montiert hat. Und tatsächlich sieht das ja für mich sehr verdächtig nach einem Filmset aus, das Ganze. Denn Sie wissen ja, dass auch beim Film sehr viel mit Kamerafahrten gearbeitet wird, mit Schienensystemen. Da fahren die Kameras eigentlich sehr häufig auch auf Schienen für bewegte Bilder. So, für die weitere Spurensicherung würde ich allerdings vorschlagen, dass wir dieses Szenario, dieses Filmset uns nochmal ganz genau einprägen und genau anschauen. Das Bild kennen Sie ja schon, aber ich habe das nochmal ein bisschen vergrößert, unseren Mondlobus von der rechten Seite. Und da sehen Sie ja tatsächlich sozusagen, Wasser mag Balken haben oder auch nicht, aber das All hat ganz sicher Balken. Jedenfalls in dieser Halle sehen Sie hier über dem Mondglobus dieses Trägersystem mit diesen schrägen Trägern. Nun wäre es natürlich zu schön, wenn wir diese Träger auch wieder entdecken könnten in der Live-Übertragung von der angeblichen Mondlandung 1969. Und natürlich habe ich mir dann, nachdem ich diese Bilder bekommen habe, hier, die Sie vor sich sehen, das gesamte Material besorgt, was ich nur kriegen konnte, und habe nach diesem Trägersystem gefahndet im All der realen, der ganz realen Mondlandung. Und da habe ich Ihnen auch ein kleines Filmchen mitgebracht und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Weil es so schön war, nochmal. Das ist also angeblich ein Bild vom Anflug auf den Mond. Und dann wackelt die Kamera so ein bisschen nach oben, kurz ins All, sehen Sie da. Und plötzlich sieht man da einen Träger im All. Und da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, ja, wie kommt denn dieser Träger da ins All hinein? Könnte das nicht wirklich unser Träger sein von unserem Mondmodell? Wir schauen uns dazu nochmal ein paar Stills an, die ich aus diesem Film herausgeschnitten habe. Hier in Schwarz-Weiß. Erstmal, was uns natürlich schon mal nicht gefällt, ist diese Lichtfläche hier auf der Mondoberfläche. Denn diese Mondoberfläche sollte ja gleichmäßig beleuchtet sein. Aber wir wollen ja mal nicht so kleinlich sein, denn hier geht es ja um ganz andere Kaliber inzwischen. Nämlich um die Frage, wo kommt denn bitteschön dieser Träger im All her? Und nicht nur das, warum wirft der auch noch einen Schatten hinter sich, den Sie hier unten drunter sehen. Und das erinnert uns doch ganz schön stark an den Lichtreflex, der auch aus dem All zurückgeworfen wurde. Wie man sieht, bildet dieses All nicht nur Lichtreflexe ab, sondern sogar Schatten. Und ich würde mal sagen, für mich ist das der nächste Beweis, dass hier mit dieser Mondlandung irgendetwas ganz gewaltig nicht in Ordnung ist und dass man hier uns doch einen ziemlich gewaltigen Bären aufgebunden hat. Ja, wenn wir jetzt mal zusammenfassen nach dieser doch recht ausführlichen Reise durch die Mondlandung, dann gibt es keine wirklichen Beweise für die Mondlandung. Das haben wir uns angeschaut. Vielmehr gibt es sehr starke Indizien für die Fälschung der Mondlandung, zum Beispiel Anzeichen für Modellbau auf dem Mond, und zwar nicht mal besonders sorgfältigen Modellbau. Dann die Sonne auf dem Mond ist für meinen Geschmack doch ziemlich zu groß und sie hat auch die falsche Struktur. Also auch wenn man ein Foto nimmt von der Erde, ein von der Erde aus aufgenommenes Foto der Sonne und das abblendet, findet man nicht diese Zweierstruktur, die ich Ihnen gezeigt habe, sondern in diesem Fall bleibt die Sonne einfach weiß, weil die Sonne so stark ist, dass jedes fotografische Material übersteuert. Und wir haben dann festgestellt, diese Zweierstruktur findet man tatsächlich wieder, und zwar in einem Flak-Scheinwerfer. Und wir finden Spuren solcher Scheinwerfer auch auf der Mondoberfläche, nämlich Spots auf dem Mond und sogar im All. Und zu guter Letzt, um dem noch die Krone aufzusetzen, haben wir in den Aufnahmen vom Anflug auf den Mond sogar bei einem Schwenk ins All einen Träger wieder entdeckt aus der Modellhalle, der Trainings- und Simulationshalle der NASA.
Ja, aber selbst das, was wir jetzt alles gesehen haben, ist natürlich ein ganz kleiner Teil der Ungereimtheiten. Es gibt da noch viel mehr, das Strahlungsproblem. Zum Beispiel die Frage, wie sind die Astronauten überhaupt mit diesen dünnen Raumschiffchen durch die tödlichen Strahlungsgürtel der Erde geflogen? Wie konnten sie bei der Rückkehr auf der Erde mit ihrer Kapsel am Fallschirm ohne GPS-System auf den Kilometer genau landen? Wie konnte die Landefähre auf einem einzigen Triebwerksstrahl stabil stehen bei der Landung auf dem Mond? Wie kam es zu den perfekten Fotoaufnahmen durch die Astronauten, obwohl diese nicht mal durch den Sucher ihrer Fotokameras schauen konnten? Wie kommt es, dass auf den Landefüßen der Apollo-Landefähren kein Staub zu sehen ist, obwohl das Triebwerk natürlich jede Menge Staub hätte aufwirbeln müssen? Warum hat das Triebwerk überhaupt keinen Krater gegraben bei der Landung? Und so weiter. Also es gibt hier noch eine ganze Reihe von interessanten Fragen, die man natürlich im Rahmen einer solchen DVD nicht alle besprechen kann. Deswegen darf ich mir auch den Hinweis erlauben auf mein Buch Lügen im Weltraum, in dem ich diesen ganzen Fragen sehr, sehr ausführlich nachgegangen bin und in dem Sie noch sehr, sehr, sehr viel mehr spannendes Material zu diesem Thema finden. Aber eine kleine Frage bleibt am Schluss natürlich noch offen. Warum sollten die USA überhaupt diese Mondlandung inszeniert haben? Das ist natürlich eine der wichtigsten Fragen. Ich glaube, es gibt hierauf zwei ganz überzeugende Antworten. Eine eher technische Antwort, nämlich die Antwort, dass es technisch zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht möglich war, Menschen sicher und gesund zum Mond und zurückzubringen. Das Risiko, dass diese Menschen ums Leben gekommen wären, dass sie zerstrahlt worden wären, dass sie auf dem Mond havariert wären, wäre so gewaltig gewesen, das hätte man der Menschheit nicht gerne mit Live-Bildern sozusagen vorgeführt. Das ist die technische Begründung. Und die andere Begründung ist eher politisch, massenpsychologisch, denn wir müssen uns mal kurz an das Ende dieser 60er Jahre zurückversetzen. 1969 lag ein katastrophales Jahrzehnt hinter den Vereinigten Staaten und für ihre Führungsrolle auf dem Globus. Das Jahrzehnt in den USA war geprägt von Rassenunruhen in den USA, von mehreren Morden an einem Präsidenten und an einem Präsidentschaftskandidaten. Und das Jahrzehnt war schließlich geprägt sogar von dem verheerenden Vietnamkrieg, dem Angriff der Supermacht auf ein kleines Volk von Reisbauern. Kurz und gut, am Ende dieses Jahrzehnts hätten die USA ohne diese Glanzleistung, die vermeintliche Glanzleistung der Mondlandung, wie ein Schurkenstaat dagestanden. Und es gibt sogar Zitate aus dem Bereich der NASA, die sagen, diese Mondlandung hat uns dieses Jahrzehnt gerettet. Und so sehe ich das auch. Sie hat nicht nur dieses Jahrzehnt für die USA gerettet, sondern sie hat letztlich sogar die Führungsrolle der USA in der Welt gerettet. Das sind für mich die Hauptgründe für die Inszenierung dieser Mondlandung. Und daher sollten wir auch dann wirklich nach den technischen und auch politischen Erörterungen hier in dieser DVD dieses Bild aus unserem Gedächtnis streichen. Eine bemannte Mondlandung hat es nicht gegeben. Damit bin ich am Ende angekommen. Vielen herzlichen Dank für den Kauf dieser DVD und hoffentlich bis bald bei einer anderen Produktion. Okay, I'll fly controllers. I'm going around the horn.